Wir brauchen einen digitalen Aufbruch. Wir diskutieren seit vielen Jahren in Deutschland darüber, dass wir digitaler werden müssen. Aber so richtig vorangekommen sind wir nicht. Wir müssen, glaube ich, größer denken. Wir brauchen eine wirklich digitale öffentliche Verwaltung. Wir brauchen ein digitales Gesundheitswesen. Der Mensch, der Bürger muss in jedem Einzelfall einmal seine Daten im Internet eingeben und dann alle Verwaltungsdienstleistungen erreichen. Wir müssen die Chancen ergreifen. Wir müssen offen sein für Neues. Wir müssen sagen, ja, we can do it. Lass es uns einfach mal versuchen. Und ich glaube, diese Stimmung brauchen wir. Und damit wir das erreichen, versuchen wir im Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein bisschen der Taktgeber zu sein und die anderen Ministerien auch zu treiben, dass sie auf ein gemeinsames Ziel einzahlen, nämlich wo wollen wir 2025 stehen. Nicht, dass jeder seinen eigenen Stiefel macht, sondern dass wir auf ein gemeinsames Ziel einzahlen. Und genau das versuchen wir mit der Digitalstrategie, alle Player zusammenzubringen. Die Gigabit-Strategie werden wir auch vor der Sommerpause noch vom Kabinett verabschieden. Es geht zunächst mal darum, dass die Wirtschaft, die Telekommunikationsunternehmen gesagt haben, sie wollen in den nächsten Jahren 50 Milliarden Euro investieren, um Glasfaser in Deutschland auszurollen, sodass jeder von uns zu Hause einen gigabitfähigen Glasfaseranschluss hat. Und wir wollen die Wirtschaft zum einen darin unterstützen, dass sie diese 50 Milliarden auch verbauen können, indem wir die Genehmigungsverfahren, die Bauverfahren, all die Anforderungen, die sie haben, vereinfachen, entschlacken, dass schneller gebaut werden kann und schneller die Glasanbindung auch bei jedem Einzelnen zu Hause ankommt.